FameLab, Talking Science. Ja, es gibt Dinge, die ist es sehr unangenehm, nicht zu bemerken. Beispielsweise, wenn das Datum der eigenen Diplomprüfung auf dem Kalender naht oder wenn man auf der Landstraße an einem 70-Schild vorbeigefahren ist. Aber es gibt eine Art von Dingen, die haben wir alle noch nie bemerkt, obwohl sie ständig um uns rum sind. Und dabei geht es um Neutrinos. Neutrinos sind eine Art von Teilchen, die im Universum sehr häufig ist, die aber sehr schwer festzustellen ist. Neutrinos sind ganz klein, noch viel kleiner als Atome. Deswegen kann ich auch nicht versprechen, dass die tatsächlichen Neutrinos diesem Plüschkameraden ähnlich sehen. Aber Neutrinos haben die Eigenschaft, dass sie durch alles und jeden durchfliegen, ohne dass sie dabei irgendeine Reaktion auslösen. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie auf Ihren Daumennagel schauen. Ihr Daumennagel hat eine Fläche von etwa einem Quadratzentimeter. Und durch diese Fläche von einem Quadratzentimeter fliegen von diesen Neutrino-Kollegen jede Sekunde 1 Milliarde, ohne dass Sie was davon mitbekommen oder in Ihrem ganzen Leben wahrscheinlich irgendwas erleben, was Sie auf ein Neutrino zurückführen können. Das ist natürlich ganz schön unpraktisch. Außerdem aber auch der Grund für diese konspirative Maske. Wie können wir als Astrophysiker solche Neutrinos überhaupt messen? Wir wollen was über sie rausfinden. Neutrinos helfen uns sogar, Erkenntnisse über das Universum zu gewinnen. Nun, man ist so ein bisschen in derselben Situation wie ein Goldgräber in Norddeutschland oder vielleicht ein Bärenjäger in Bayern. Man muss verdammt lange suchen, aber manchmal hat man vielleicht Glück. Dabei ist es sehr nützlich, wenn die Gegend, in der man sucht, möglichst groß gewählt wird. Und das haben Astrophysiker in Japan gemacht. Die haben ein Experiment gebaut, in dem 3000 Tonnen Wasser von 1000 Kameras beobachtet wurden. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen, manchmal eine Neutrino-Reaktion zu sehen. Die haben damals etwa ein Neutrino pro Woche oder pro 2 Wochen gefunden. Und das war eine Riesensensation. Nun ist es aber im Februar 1987 dazu gekommen, dass man 11 Neutrinos auf einmal gemessen hat. 11 auf einmal. Das ist mehr als, also wissen Sie? Und wie kam es dazu? Naja, 170.000 Jahre vorher, als in Europa die Neandertaler gerade die Steinwerkzeuge kennengelernt haben, ist in einer Nachbargalaxie unserer Milchstraße ein Stern explodiert. So eine Sternexplosion nennt man Supernova. Und bei einer Supernova wird ganz viel helles Licht freigegeben, aber auch wahnsinnig viele Neutrinos, mehr als normalerweise im Universum unterwegs sind. Und diese Neutrinos sind im Februar 1987 auf der Erde angekommen und wurden in Japan gemessen. Dabei kommt es nun dazu, dass jeder Mensch im Prinzip auch einen kleinen Teilchendetektor bei sich hat. Denn man braucht dazu eine lichtdurchlässige Flüssigkeit und eine fotoempfindliche Oberfläche, wie zum Beispiel im Auge. Das heißt, Ihr Auge ist im Prinzip ein kleiner Teilchendetektor und man kann ausrechnen anhand der Zahl der Neutrinos, es gab damals etwa 5 Milliarden Menschen, also etwa 10 Milliarden Augen, dass ein Mensch auf der Erde einen kleinen blauen Lichtblitz gesehen haben dürfte, der aufgrund eines Neutrinos aus dieser Supernova gekommen ist. Das heißt, denken Sie zurück, vielleicht waren Sie 1987 Astrophysikerin oder Astrophysiker des Jahres, ohne es gemerkt zu haben. Und wenn Sie das nächste Mal den Vorwurf hören müssen, Sie hätten irgendwas nicht bemerkt, fragen Sie zurück, wann haben Sie denn zuletzt ein Neutrino gesehen? Vielen Dank.